Ist es in Thailand erlaubt, Häuser oder Apartments zu kaufen, um diese dann weiter zu vermieten und so ein Einkommen in Thailand zu generieren? Diese Zuschauerfrage schauen wir uns heute in diesem Video an. Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand. Ja, diese Frage beinhaltet viele verschiedene Themen. Einerseits natürlich, ob es überhaupt möglich ist, Häuser hier zu kaufen als Ausländer, sowie Wohnungen. Im Weiteren, wenn man die ja dann weitervermietet, generiert man in Thailand auch ein Einkommen? Muss man das hier versteuern? Ja oder nein? Und halt noch alles drumherum. Ja, aktuell ist es ja so, dass wieder mehr Leute versuchen, in Thailand ein Einkommen zu erwirtschaften oder eben auch zu investieren. Zum Beispiel auf Phuket sieht man das ja schon seit längerem. Dort sind vor allem die Russen, die massiv in Immobilien investieren und diese dann auch an ihre Landsleute weiter vermieten. Dasselbe gibt es natürlich in ganz Thailand. Auch Leute aus Dach, Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wieder eher bereit, in Thailand in Immobilien zu investieren. Schauen wir uns jetzt aber die erste Frage an. Kann man als Ausländer in Thailand in eine Immobilie investieren? Die Antwort auf diese Frage ist ja. Man kann sowohl Häuser und Grundstücke erwerben und diese weiter vermieten und auch Wohnungen. Beginnen wir mit den Wohnungen, weil Wohnungen, die kann man sehr einfach und schnell kaufen. Und auch Ausländer können Wohnungen zu 100% besitzen und diese dann auch weiter vermieten. Also sie sind dann im Eigentum des Ausländers, der die Wohnung gekauft hat. Hier nennt man die Wohnungen auch Kondominium. Also Kondominium kannst du ganz normal besichtigen und kaufen, wenn du eines möchtest, und diese dann auch weiter vermieten oder wieder verkaufen. Die Details zum Verkauf und Steuern schauen wir uns auch gleich an. Wie schaut es also aus mit den Häusern und dem Land? Ausländer dürfen in Thailand ja grundsätzlich kein Land erwerben auf ihren Namen. Da muss immer ein Thailänder das Land besitzen, jedoch können Ausländer Häuser kaufen. Wer aber beabsichtigt, in Thailand Geschäfte zu machen, also Häuser zu vermieten und Einkommen zu erzielen, dem würde ich empfehlen, eine Firma zu gründen. Eine thailändische Firma, eine Company Limited, wo der Ausländer dann der Geschäftsführer ist. Und dann kannst du auch Häuser kaufen, so viele du möchtest, und diese dann auch problemlos vermieten oder wieder weiterverkaufen. Häuser lassen sich zurzeit in Thailand sehr gut vermieten, vor allem dort, wo die Touristen sind. Aktuell haben wir auch sogar sehr hohe Mietpreise bei den Häusern, die gezahlt werden. Bei den Wohnungen schaut es ein bisschen anders aus, da kommt sehr auf die Lage an. Aktuell bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir fast überall ein massives Überangebot an Wohnungen haben und dementsprechend da nur geringe Mietpreise bezahlt werden. Also ich persönlich würde aktuell eher auf Häuser gehen, Häuser irgendwo an einer Touristendestination, die gut gelegen sind und die kann man dann auch für gutes Geld weiter vermieten. Da werden teilweise auch horrende Preise bezahlt, weil halt immer auch mehr Leute nach Thailand auswandern oder hier überwintern, die zum Beispiel ein Monatsgehalt von mehreren tausend Euros haben und dann auch bereit sind, 2.000 bis 3.000 Euro für ein Haus mit Swimmingpool an einer, ja, mehr oder weniger guten Lage zu bezahlen. Aber hier nach oben sind die Preise oder die Mieten, die bezahlt werden, offen. Also was teilweise auf Phuket bezahlt wird für ein Haus, das ist jenseits von Gut und Böse. Bis zu 10.000 Euro habe ich schon gesehen, werden da Häuser gemietet, die nicht mal am Strand sind, sondern vielleicht noch ein paar hundert Meter vom Strand entfernt. Ja, wer jetzt also Häuser oder Wohnungen vermieten möchte und so ein Einkommen generieren, der muss aber auch berücksichtigen, dass man dafür unter Umständen auch Lizenzen benötigt. In Thailand ist es zurzeit so, dass wenn man tageweise Wohnungen oder Häuser vermieten möchte, dass man dann eine sogenannte Hotellizenz benötigt. Die heißt zwar nicht so, aber in Thailand wird die oft als Hotellizenz bezeichnet. Also es ist nicht gestattet, wenn du zum Beispiel jetzt eine Wohnung, ein Kondominium kaufst und du bist dann ja 6 Monate nicht da in Thailand und du willst diese Wohnung tageweise an Touristen vermieten. Das ist ja relativ einfach, weil
bei diesen Wohneinheiten oder Wohngebäuden gibt es auch immer so eine Art Sales Office oder ein Verwaltungsbüro, wo man dann denen sagen kann, hey, ich bin jetzt nicht da, könnt ihr bitte tageweise meine Wohnung vermieten an Touristen, und die rechnen das dann ab, die bekommen dann ihre Provision und du bekommst dann die vereinbarte Summe für das Vermieten. Aber eben tageweise ist das ohne Hotellizenz nicht möglich, aber monatsweise schon. Also wenn du zum Beispiel 6 Monate weg bist, dann kannst du sagen der Verwaltung, du möchtest gerne die Wohnung über die nächsten 6 Monate vermieten, und die sollen sich darum kümmern, dann geht das. Bei Häusern ist das genau dasselbe. Auch da darf man tageweise nicht vermieten ohne Hotellizenz. Jedoch wer über mehrere Monate oder mindestens einen Monat vermietet, der braucht diese Lizenz nicht. Jetzt habe ich ja vorher gesagt, für diejenigen, die das eben machen wollen, wäre die beste Option, eine Firma zu gründen. Warum eine Firma gründen? Firmagründung hat einerseits als positiver Effekt, dass du Visum und Arbeitsgenehmigung beantragen kannst. Zweitens hast du auch eine Steuernummer, also kannst du auch gleich noch die Steuern bezahlen. Und drittens, du bekommst natürlich viel einfacher die ganzen Genehmigungen, die du benötigst, wie zum Beispiel eben diese sogenannte Hotellizenz. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass in Thailand im 2025 ja die ersten Steuern fällig sind, rückwirkend fürs 2024. Für all diejenigen, die sich länger als 180 Tage in Thailand aufhalten und vor allem auch in Thailand Einkommen generieren. Das war zwar schon immer so, also Leute, die in Thailand arbeiten oder hier Einkommen generieren, die müssen auch in Thailand Steuern bezahlen, und deshalb ist es meiner Meinung nach auch am einfachsten, eine eigene Firma zu haben. Bei mir ist es genau dasselbe. Ich habe auch seit eh und je eine Firma in Thailand, und wenn du natürlich eine Firma in Thailand hast, dann kannst du alles über die Firma abrechnen. Also ich meine eben, die Steuern kannst du über die Firma bezahlen, wie vorher erwähnt, Visum und Arbeitsgenehmigung, das kannst du auch alles über die Firma beantragen. Bei der Firma ist zwar so, du brauchst am Anfang 3 Thais, also 2 von Gesetzes wegen, ich empfehle aber mindestens 3 Thais, die in der Firma sind als Shareholder mit der Aktienmehrheit, du als Geschäftsführer, aber wer schon etwas länger in Thailand ist und vor allem dann hier auch Business machen möchte oder eben zum Beispiel jetzt gemäß der Zuschauerfrage Wohnungen vermieten oder verkaufen oder Häuser, der sollte schon darüber nachdenken, das Ganze professionell aufzubauen, und dazu gehört einfach eine Firmengründung aus meiner Sicht. Wenn du eine Firma hast, dann sind die Möglichkeiten auch grenzenlos, das ist klar. Das Allerwichtigste ist aber, dass man seine Hausaufgaben macht, bevor man in Thailand investiert, sei es in Häuser oder in Wohnungen, um diese dann weiter zu vermieten oder zu verkaufen. Weil es gibt da einige Dinge, die man wirklich wissen muss, und da darf man auch keine Fehler machen, ansonsten kann man hier auch relativ schnell viel verlieren. Und ein weiterer Punkt, der Immobilienmarkt in Thailand ist hart umkämpft. Einerseits von den ganzen Immobilienfirmen, Agenturen, die legal Häuser oder Immobilien im Allgemeinen verkaufen. Die haben auch ihre Genehmigungen, die haben Firmen gegründet etc. Und dann noch die ganzen Ausländer, die das illegal machen. Das sieht man sehr oft, dass zum Beispiel Personen, die in Thailand leben, nebenbei noch ein bisschen Wohnungen und Häuser vermieten oder auch Land an ihre Landsleute verkaufen, ohne dass sie eine entsprechende Genehmigung haben. Und da ist auch Vorsicht geboten. Also ich bin immer der Meinung, wenn man hier Business machen möchte, dann macht man es richtig. Ja, und wie macht man es richtig? Eben indem man eine Firma gründet. Dann muss man auch keine Angst haben von den Behörden oder dass es sonst irgendwelche Probleme geben könnte. Ja, nochmals zur Frage. Ja, man kann als Ausländer Wohnungen oder Häuser kaufen und die weiter vermieten unter den im Video genannten Bedingungen. Hoffe, das Video war soweit hilfreich. Ich bin jetzt da wirklich nur am Rande auf alle Punkte eingegangen. Jedes Thema Firmengründung, Arbeitsgenehmigung etc., für das habe ich schon diverse andere Videos gemacht, wo es dann etwas tiefer in die Details geht. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund und Grüße aus Thailand.